Ja, heute nochmal ein weiteres Beispiel, ein etwas schwieriges zum BCD-Code-Addition. Wenn ihr nicht wisst, wie das ist oder was der Code ist, schaut in die Infobox, da sind die Links drin. Kurz nochmal zur Wiederholung, die drei Regeln. Die erste Regel besagt, wenn wir in eine Pseudotetrade kommen, addieren wir 6, 0, 1, 1, 0. Das gleiche auch beim Übertrag, in der Tetrade, die den Übertrag verursacht hat. Allerdings korrigieren wir das Ganze immer nur einmal. Dann, wir wollen die Zahlen 339 bis 662 addieren. Das ergibt die 1001 im Dezimalsystem. Extra andere Farbe geschrieben, damit ihr das nicht verwechselt. Zunächst müssen wir anfangen, und zwar, wir wandeln die Zahlen ins BCD-System um. Die 3 ist die 0, 0, 1, 1, die haben wir direkt zweimal. Und die 9 ist die 1, 0, 0, 1. Da addieren wir dann die 662, die 0, 1, 1, 0. Nochmal die 0, 1, 1, 0 und die 2 ist die 0, 0, 1, 0. So, das machen wir jetzt. 1 und 0 ergibt 1, 0 und 1 ergibt auch 1, 0 und 0 ergibt 0, 1 und 0 ergibt 1. 1 und 0 ergibt wieder 1, 1 und 1 ergibt 0, Übertrag 1, 1 und 1 ergibt 0, Übertrag 1, 0 und 1 ergibt auch wieder 1. 1 und 0 ergibt 1, 1 und 1 ergibt 0, Übertrag 1, 1 und 1 ergibt 0, Übertrag 1. Jetzt gucken wir uns die Zahlen an. Ist okay, verdammt, Pseudotetrade, wir müssen nochmal korrigieren. Das tun wir dann. Hier wird 0, 1, 1, 0 da drauf addiert. Machen wir das, 1 und 0 ist 1, 1 und 1 ist 0, Übertrag 1, 1 und 1 ist 0, Übertrag 1, 1 und 1 ist 0, Übertrag 1. Den müssen wir machen, 1 und 1 ist 0, Übertrag 1 ist 1. Dann räumen wir den Rest wieder ab. Und schauen, geht das. Hier sind wir fertig, da dürfen wir sowieso nicht nochmal ein zweites Mal korrigieren. Verdammt, hier haben wir wieder ein Pseudotetrad, müssen wir korrigieren. Hier haben wir nichts verändert, deshalb müssen wir nicht korrigieren. Also korrigieren wir nur hier. 0, 1, 1, 0. So, die Zahl können wir normal übernehmen hier. Die müssen wir addieren. 0 und 0 ist 0. 1 und 1 ist 0, Übertrag 1. 1 und 1 ist 0, Übertrag 1. 1 und 1 ist 0, Übertrag 1. Hier machen wir weiter. 1 und 1 ist 0, Übertrag 1. Ergibt 1, 0, 1. Fertig, fertig. Verdammt, hier ist schon wieder ein Pseudotetrade zum dritten Mal, ist ja ätzend. Müssen wir leider nochmal korrigieren. Also nochmal 0, 1, 1, 0. So, die Zahlen hier hinten übernehmen wir wieder. Hier machen wir 0 und 0 ist 0. 1 und 1 ist auch 0 mit Übertrag 1 ist wieder 1 und 1 ist auch wieder 0. Übertrag 1, 1 und 1 ist auch wieder 0, auch wieder ein Übertrag. Haben wir hier eine neue 1. So, jetzt sehen wir, ist okay. Ist okay, hier das sind jetzt zwei Zahlen, hier ist theoretisch ein gedanklicher Punkt, ist okay, ist auch okay. Die Gesamtzahl wäre dann, weil wir haben hier die drei vorangehenden Nullen, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, nochmal die 0, 0, 0, 0 und nochmal die 0, 0, 0, 1. Übersetzen wir das zurück, das ist die 1, das ist die 0, das ist nochmal die 0 und das ist die 1 und wir sehen, das ist genau die Zahl hier oben. Also das hier ein dickes D hin, damit man das erkennt. Das, ihr seht, das ist aufwendig, wenn man dreimal korrigieren muss. Aber wenn man die Regeln drauf hat, dann geht das ganz einfach. Wenn ihr noch weitere Beispiele braucht, schaut nochmal in die Infobox. Es ist bestimmt noch einiges drin, was ihr noch nicht kennt. Aber ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.